Willkommen auf der polnischen Landstraße. Ich hoffe, wir überleben das. Guten Morgen. Ich bin gerade auf dem Weg zur Schlossinsel. Dort treffe ich mich mit Artyom. Es ist übrigens gerade 6 Uhr, Sonntag. Ha, coole Zeit. Und ja, wir wollen heute auf die polnische Seite der Oder und über Frankfurt-Oder-Słubice wieder zurück. Und mal gucken, also ja, was gibt's heute? Küstrin, die Oder und mal sehen, wir haben auf jeden Fall ein straffes Zeitprogramm. Von daher mal gucken, wie viel wir füllen. Also ich muss euch schon sagen, dieser Morgen in Berlin kann auch mal schön sein. Eine Frage, die sich mir hin und wieder stellt, ist vor allem jetzt so gegen 6.30 Uhr, die Leute auf der Straße, sind die noch wach oder sind die schon wach? Ich weiß es echt nicht, ne? Aber ja, entweder bin ich verrückt, aber es ist schon strange. Morgen! Sag mal, freust du dich schon auf deinen deutschen Pass? Ja, ja, leck mich am Arsch, ey. Die Maschine! Da fahr ich wenigstens nicht so wie du, ey! Wahoo ist das bessere Navi nochmal, wollte ich jetzt nochmal hier sagen. Nicht Garmin, Wahoo, Wahoo! Was? Ahu? Wahoo! Ding, ding, ding! Rechts abbiegen in 300 Metern! Hier haben sie uns im Februar drin essen lassen! Nein! Ihr habt Mitleid mit uns. Genau. Also Herr Solo, was ist Ihnen lieber? Rückenwind oder Gegenwind? Egal. Egal? Klar, der Charakter stark oder Charakter schwach? Das kommt auf den Tag halt. Manchmal war ein bisschen Charakter schwach. Ein bisschen stärker. Hauptsache fahren. Wie fandest du die Abfahrt? Richtig geil. Hat richtig Bock gemacht. Einfach mal die geilste Aussicht überhaupt. Ey, guck mal, Artyom, das Schloss unserer gemeinsamen Liebe. Was? Das ist unser Harz. Was sind da das Hitter? Penis. Penis. Wir sind jetzt in Polen. Übelst geil. Also wir waren ja schon im Februar oder Ende Februar hier bei 3 bis 8 Grad. Und ah, das ist heute so herrlich. Ne? Willkommen auf der polnischen Landstraße. Ich hoffe, wir überleben das. Tatsächlich weiß ich bis heute nicht, ob man als Radfahrer im Polen nicht ein Fahrrad braucht oder nicht. Aber falls es jemand weiß, kann er es ja mal schreiben. So, wir fahren jetzt an der Oder lang. Klar, der Radweg ist jetzt nicht so super, aber mir persönlich ist das lieber, als nicht stark zu fahren an der Landstraße. Aber ich muss ein bisschen Gas geben, weil der Artyom, der haut mir hier ab. So, wir sind immer noch auf dem Weg nach Słubice, die, keine Ahnung, gefühlt ersten 5 bis 7 Kilometer waren jetzt Schotter, nicht zu empfehlen. So, wer nur Straße fahren möchte, der fährt einfach auf der deutschen Seite lang oder auf der polnischen Landstraße. Und wer ein bisschen Gravel mitnehmen möchte, der fährt hier lang. Und ja, jetzt ist es ein Bürgersteig oder was auch immer. Und nachher kurz vor Słubice oder je dichter man kommt, wird die Straße immer besser. So, ja, ich finde das hier übelst geil, ne? Also,
Ja, die Oder ist richtig entspannt. Der Radweg ist jetzt auch super. Und einfach nur nice. Willkommen zu Fahrrad Dash Camp Poland. Stimmt. Wir sind mittlerweile in Slowice. Ist schön. So, das war's auch gleich wieder mit Polen. Wir sind gleich in Frankfurt Oder, dann erstmal Pause. Und ja, langsam ist alles wieder schick. Blumen! Wie bitte? Blumen! So, Kilometer 156, 57, noch 63 Kilometer offen bis zum Start. Jetzt kommt gerade der schöne Teil. Schattig, Asphalt. Super nice eigentlich, oder? Ja, mega, richtig schön. Also mal so nebenbei. Ursprünglich wollte ich die Tour alleine fahren. Freue mich aber riesig, dass der Arthur mitkommt. Weil so war die Tour halt doppelt so geil. So, so wie es aussieht, fahren wir jetzt gerade im Unwetter davon. Hoffentlich. Und ja, noch 40 Kilometer, nee, 30 nach Hause. Und mal schauen. Auf jeden Fall, ja, knapp 200 Kilometer an den Beinen. Die Kondi ist immer noch stabil. Es macht mega viel Spaß. Einfach mal machen. Ding, 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 ding. Was wäre die schönste Fahrradtour der Welt ohne Regen? 15 Kilometer vom Ziel und natürlich werden wir nass. Genau! Donner! Das war mein Statement. Zurück ins Studio. Geil. Oh. Also, hey. Tour ist beendet. Also jetzt geht's noch nach Hause, keine Ahnung, 20, 15 Kilometer jeweils. Also ich 20, er 15. Ja, ganz entspannt durch die Stadt, ich freue mich schon richtig dolle. Das Regen, wird toll. Geil, endlich abkühlen. Die Bahnen werden qualmen. Ja, die qualmen jetzt schon, ey. Also wirklich, also. Wie fandst du den Tag? Mega geil. Richtig geil. Mit kurzen Gravel-Passagen, die mir besonders viel Spaß gemacht haben heute. Ja, ja. Bester Gravel-Fahrer, den ich kenne. PS! Das Gewitter schlägt scheinbar genau neben mir im Wald ein. Boah, ich fall vom Bock. 20 Kilometer nach Hause. Puh.